Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad und heute darf ich euch zu einem neuen Review willkommen heißen. Und ich bin gerade überfordert, ich kenne das nicht. Was? Stimmt, das ist eine AMK MK43 Upgrade Pro HU. Das HU steht in dem Fall für Pop-Up Gummi. Wie ist damit was zu spielen und was so besonders ist daran und was es überhaupt ist, seht ihr jetzt nach dem Video. Viel Spaß beim Gameplay. Kommen wir jetzt mal zu den groben Randdaten. Die AMK, dieses wunderschöne MG, hat eine Länge von 940 mm, ist damit ziemlich lang, ist ja auch ein MG und es gibt es nur in schwarz, das ist schon mal vorab zu sagen. Sie wiegt 6,8 kg und zählt damit bei den ganzen verschiedenen Großevents, die es gibt, als MG. Da gibt es meistens besondere Regeln, deswegen erwähne ich das an der Stelle extra nochmal. Und sie hat laut Bugatti ca. 0,5 Joule, sprich ist Vollautomatik, eine geile Sache eigentlich. Verbaut wurde hier auch noch als Stromanschluss ein DT-Stecker, den ihr jetzt hier mal sehen könnt, eben an der Stelle. Im Lieferumfang befindet sich neben der Airsoft, die ihr hier seht, auch noch ein Magazin, nämlich dieses hier. Das Ganze ist elektrisch angetrieben und umfasst eine Kapazität von ca. 2500 BBs. Ansonsten liegt noch ein Reinigungsstab bei für die Lauflänge. Ist es, denke ich, auch ziemlich notwendig. AMK setzt bei diesem MG auf einen Messinglauf, welcher eine Länge von ca. 450 mm hat. Die Hop-Up Unit hat ein kleines Upgrade bekommen von Bugatti, nämlich wurde darin ein Bugatti Hop-Up Bucking verbaut, welches für ein bisschen besseres Hop sorgen soll. So, weiter geht's mit der Gearbox. Wir haben eine spezielle Gearbox, die eben speziell für MGs angefertigt wurde, nämlich eine M60 Gearbox. Darin befindet sich ein Nozzle, welches aus Aluminium gefertigt wurde, mit einem O-Ring. Der Zylinderhead ist auch aus Aluminium gefertigt und hat ganze zwei O-Ringe, sorgt dafür, dass es eben gut dicht ist. Der Piston ist aus Kunststoff und hat Stahlzähne oben drauf bekommen, was dafür sorgt, dass es eben ein bisschen stabiler und langwieriger hält, der ganze Zeug. Der Piston Head ist auch aus Aluminium gefertigt und umfasst ebenfalls wieder einen O-Ring dazu. Die Gears sind aus Stahl, also nichts Besonderes in der heutigen Zeit. Der Trigger verfügt über einen Mikroswitch und wir haben noch ein MOSFET verbaut. Federschnellwechselsystem ist nicht vorhanden. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt Optik und Verarbeitung, wie wir ihn nennen. Naja, es ist dem Original MK43 nachempfunden, das muss man definitiv sagen, und da kommt auch wirklich ziemlich gut hin. Ich meine, ich hatte jetzt noch kein echtes in der Hand, aber ich muss sagen, rein optisch kommt es ihm ziemlich ähnlich. Allerdings muss ich sagen, ist die Verarbeitung hier ziemlich schleppend, nicht wirklich gut. Wenn ich jetzt hier mal ranklopfe, ich habe noch nie so billiges Material an der Airsoft gehabt, also sehr, sehr günstig. Auch die ganzen Gussnähte, es ist alles irgendwie scharfkantig. Es ist nicht wirklich gut verarbeitet. Hier an dem Griff, hier, mussten wir schon die Schrauben nachziehen, weil die locker geworden sind. Alles nicht so gut. Da muss man vielleicht auf Dauer mal Loctite reinschmieren oder ähnliche Schraubensicherungen. Ist ja prinzipiell egal. Aber das ist nicht wirklich gut gelungen, die Verarbeitung. Was es optisch gut macht eigentlich, macht es in der Verarbeitung umso schlechter. Auch dieser Griff hier, der wirkt ziemlich, ja, nicht vertrauenserweckend. Hier ist noch der Grat dran vom Lasern und lauter solche Dinge. Also ich würde dieses MG wirklich nicht dauerhaft ertragen. Man kann es schon mal kurz machen, aber das ist nichts, was ich auf lange Sicht empfehlen würde. Deswegen kriegt es ja auch nur 6 Punkte von den 10 möglichen, die sie eigentlich bekommen kann. So, jetzt zeige ich euch mal die ganzen tollen Funktionen, welche dieses MK43 hat. Erstmal machen wir jetzt diesen Deckel da auf, drücken wir einfach diesen Hebel. Dann öffnet sich das Ganze quasi wie von alleine. Dann ist hier drin das Hop-Up. Ich hoffe, ich kann es euch irgendwie zeigen. Hier,
Es ist so ein kleines Rädchen aus Metall. Da können wir einfach ein bisschen rumdrehen und dann verstellt ihr halt das Hopper. Ziemlich lustig und auch notwendig. Dann habt ihr hier auf der Seite diesen ja, Safety Lever, diesen Feuerball. Ich habe vergessen, wie das Wort heißt. Feuerwehrhebel. Feuerwehrhebel, vielen Dank. Ja, du kannst wählen zwischen schießen und nicht schießen. Genau, ihr könnt wählen zwischen schießen und nicht schießen. Ziemlich toll, entweder ihr schießt oder eben nicht. Kann man sich was denken. Genau, dann habt ihr hier quasi noch den Trigger. Der hat einen ziemlich genauen Abzugspunkt, das hört man auch. Genau. Wichtig, Feuerwehrhebel ist auf beiden Seiten bedienbar. Beziehungsweise der du schießt oder du schießt nicht Hebel. Dann habt ihr hier noch eben diesen tollen Griff, den könnt ihr drehen. Wie wundervoll. Hier habt ihr ein Iron Sight, das ihr hochklippen könnt. Wenn ihr es nicht haben wollt, macht es einfach wieder runter. Ganz toll. Hier habt ihr ein Zweibein, das ist auch kostenlos mit dabei im Lieferumfang. Das könnt ihr einklappen, wenn ihr wollt. Also quasi nach vorne. Ich mache es jetzt nicht vor, weil sonst fällt es auf den Boden und dann bin ich traurig, weil dann muss ich es wieder aufheben. Und hier vorne könnt ihr noch die Feuergeschwindigkeit einstellen. Das klippt immer so ein bisschen und dann entsprechend verändert sich eben die Schussgeschwindigkeit. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. 7. So, die Airsoft ist jetzt weg, beziehungsweise das SMG. Stattdessen habe ich jetzt hier einfach das Magazin hier rumstehen und das Ganze zeige ich euch jetzt, denn es ist ein bisschen besonders. Machen wir jetzt die Tasche hier auf, dann tun wir das Ganze hier mal raus. Ui. Wichtig ist, die Tasche braucht ihr zum Betrieb, damit das Ganze überhaupt irgendwie spielen kann. Komme ich später dazu. So, hier haben wir jetzt erstmal hier unten einen Hebel, beziehungsweise einen Schieber, den könnt ihr nach links, rechts und Mitte schieben. Das sind verschiedene Einstimmigkeiten, off, automatisch und dauerhaft. Ich sage es jetzt auf Deutsch, weil ich es auf Englisch nicht hinkriege. Off heißt natürlich einfach aus. Automatisch heißt, es feedet automatisch nach. Wenn es merkt, hey, langsam werden es zu wenig Kugeln, dann feedet es quasi nochmal nach. Und dauerhaft heißt quasi, es feedet dauerhaft, ist aber eigentlich nicht so gut und vor allem ist es unglaublich laut und macht unglaublich Lärm. Dann machen wir hier oben weiter. Hier werden die BBs durchgefeedet quasi. Dann habt ihr hier diesen Sicherungsring. Müsst ihr quasi den Schlauch anstecken an die Airsoft. Dann könnt ihr den Ring draufdrehen und festdrehen. Und dann feedet es ohne Probleme. Normalerweise, wenn das Magazin feedet. Diese Stecke hier wird dann quasi an die Airsoft dran gesteckt, denn ihr müsst die Airsoft natürlich betreiben, genauso wie dieses elektrische Magazin. Da wird dann quasi das hier an die Airsoft angesteckt, der Akku wird angesteckt an die Airsoft, dann läuft der Strom quasi vom Akku in die Airsoft und von der Airsoft quasi in diese Box und dann macht es ordentlich Strom und dann macht es Spaß. So, dann tut ihr das Ganze hier zurück. Dann versucht ihr das hier durchzustecken. Ich versuche das jetzt mal. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich krieg's nicht hin. Ich zeige euch das nachher in meinem Clip, wo definitiv ich den Akku das Magazin einbauen werde und nicht mein Stunt-Double. Genau, dann müsst ihr quasi das hier da durchstecken, das hier auch und dann könnt ihr das Ganze anstecken, füllt hier oben Kugeln rein und dann macht der Baller Baller. So ist der Plan. Der Akku, da könnt ihr eigentlich alles hernehmen, was da vorne reinpasst, das ist ziemlich wichtig. Könnt ihr auch verschiedene Größen hernehmen. Es muss auch nicht unbedingt ein Airsoft-Akku sein, da könnt ihr auch diese aus Modellbau hernehmen. Hauptsache es geht da irgendwie rein. Und es sollte ein 11.1er Lipo sein. Also die Knifte ist 11.1 Lipo Ready. Das ist eine, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Problem ist halt nur teilweise, also es ist auch so gedacht, dass es den da reinsteckt, dass sich teilweise dieser Schieber da verschiebt und dann geht die Airsoft entweder ganz aus, beziehungsweise eigentlich das Magazin oder es macht komische Dinge. Naja, so. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt in den Clip, wo ich eben, wie gesagt, ganz bestimmt ich diesen Magazin einbauen werde oder montieren werde. Viel Spaß!
So, ihr habt jetzt den Clip gesehen, wie ihr das Ganze einbauen müsst. Ich hoffe, ich habe es euch wirklich gut gezeigt. Ich glaube, ich habe überzeugt. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, zur Kompatibilität zwecks Magazine. Ich kann dieses Wort nach gefühlt 2 Jahren immer noch nicht aussprechen. Wir haben mal geguckt, ob es da andere Magazine gibt. Da dieses Magazin bei uns zumindest viele Probleme bereitet. Teilweise feedet es gar nicht oder es überfeedet. Sprich, es hat eine Dauerschleife, obwohl es eigentlich nur dann nachladen soll, wenn es quasi merkt, hey, da ist jetzt langsam hier Schwund an Kugeln. Macht's nicht, feedet immer nach, macht einen Haufen Lärm und ist bestimmt auch nicht gesund. Wir haben mal geguckt, wir finden überhaupt nichts. Also wenn ihr Magazine wisst, die für das MK43 das taugen, was ihr hernehmen könnt, oder was wir hernehmen können, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir würden uns da sehr freuen. Wir würden es dann auch unten im Video quasi noch ergänzen. Deswegen kriegt ihr aufgrund der mangelnden Kompatibilität gerade mal 6 Punkte von ganzen 10 möglichen. So, weiter geht's mit dem Handling. Ja, cool. Geile Sache. Scheiße. Ja. Brauche ich jetzt nichts dazu sagen, der ist halt ein MG. Ja, was wollen wir da großartig dazu sagen? Es ist ein MG, es ist sauschwer, es ist nicht wirklich dafür gedacht, da jetzt irgendwie rumzurennen, wie Naruto höchstpersönlich. Hilft ja nichts, ne? Sie kriegt auf jeden Fall 7 Punkte, man kann gut damit spielen, man kann so laufen, wenn man möchte. Vielleicht seht ihr das auch in dem Gameplay, vielleicht habt ihr es im Gameplay gesehen, so muss ich sagen. Ja, schwierig auf jeden Fall. Die 7 Punkte hat sie verdient für ein MG. Es ist wirklich trotzdem ganz ordentlich, das würde ich jetzt mal behaupten. Man kann damit nämlich auch CQB spielen, wenn man möchte. Wait, what? So, jetzt zur Schussleistung. Ist ein leidiges Thema, aber leider auch ein wichtiges Thema, vor allem im Bereich Airsoft. Man möchte doch was treffen. Wer sich für ein MG entscheidet, entscheidet sich für einen sehr langsamen und sehr gemächlichen Spielstil. Sprich, man braucht eigentlich hohe Reichweite, um wirklich effizient zu sein. Konnten wir leider nicht feststellen. Also wir hoffen, dass wir einfach nur ein Montagsmodell hatten und einfach nur Pech mit unserer hier. Aber mehr als 30 Meter haben wir wirklich nicht geschafft. Und das war wirklich das Höchste der Gefühle. Das war großzügig gemessen, Schrägstrich geschätzt. Ist ein bisschen zu wenig, muss man sagen. Auch vom Streuen her können wir jetzt leider nicht großartig viel dazu sagen. Auf 20 bis 30 Meter hatte die Kugel auch nicht so viel Platz, irgendwie sich zu verkrümeln. Ist halt ziemlich gebündelt, deswegen möchten wir da jetzt auch keine genaue Aussage dazu treffen. Was ich allerdings sagen kann, ist, sie hält ihre Joule ziemlich konstant. Wir haben sie nachgekront mit 0,4 Joule und was soll ich sagen, wir haben die nur ganz leicht schwanken sehen, also wirklich sehr minimal. Wir haben sie mit Vollauto durchheizen lassen und geguckt, was sie kann. Und sie hat wirklich keinen wirklichen Ausreißer gehabt, was um die Schuhe ging. Also es war wirklich krass. Also Respekt an die Gearbox, dass sie so dicht ist. Ist wirklich eine coole Sache. Sie kriegt daher aber auch nur 5 Punkte, eben wegen dem schlechten Schussbild. So, seid am Ende vom Video angelangt. Leider. Und jetzt kommen wir zum Endfazit, was das MK43 betrifft. Sie kostet insgesamt 599 €, sprich fast 600 €. Ich hole jetzt einfach mal ganz dreist auf. Und was soll ich sagen? Es ist sehr viel zu machen. Zumindest bei unserem Modell. Ich möchte nicht sagen, dass es bei allen Modellen so ist. Vielleicht hatten wir, wie gesagt, Pech und es ist einfach ein Montagsmodell und man muss danach bessern. Kann sein. Bei uns ist es jedenfalls so, wir müssen uns mal hinsetzen und wegen der Hopperbühne gucken, mir ist gerade das Board empfohlen, dass man da irgendwas machen kann mit der Reichweite, weil so ist es halt definitiv nicht spielbar. Genauso das gleiche mit dem Magazin. Da muss man eine Lösung finden, die wirklich gut ist, dass es auch feedet, dass es keine Probleme bereitet. Weil so wie es jetzt ist, macht es nicht wirklich so viel Spaß zu spielen. Sie hat insgesamt bei uns gerade auch einmal 6,2 Punkte bekommen. Definitiv nicht die beste ist, auf die wir gereviewt haben in der ganzen Zeit. Wir machen es jetzt doch schon ein bisschen. An sich muss ich sagen, es ist auf jeden Fall cool. Es ist ein Sammlerstück. Wenn es darum geht, könnt ihr kaufen, wenn ihr sie sammeln wollt. Zum Spielbetrieb muss ich allerdings sagen, da müsst ihr auf jeden Fall Geld reinstecken. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, das definitiv nicht, aber es muss da viel Liebe reingesteckt werden und vor allem viel Zeit, dass ihr da richtig, richtig viel Spaß damit habt. Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video, vielleicht beim nächsten Spieltag oder vielleicht besucht uns auch einfach auf Facebook, Instagram, YouTube oder auf unserer Homepage. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt und vielleicht auch einen Kommentar mit Feedback, wie ihr wollt. Dann bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
Ciao, ciao, haut rein. Are you listening? Damn.